Diese Tatverdächtigen, die sitzen nicht nur im Raum Köln, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in insgesamt 14 Bundesländern. Wir reden hier also von bilateralen Kontakten, die sich über ganz Deutschland und darüber hinaus erstrecken. Denn ein Täter kommt aus Österreich. Und bei den Tatverdächtigen wurden zahlreiche Asservate, also Computer, Handys, Speichersticks etc. sichergestellt. All das wird derzeit noch ausgewertet. Aber wir können jetzt schon sagen, dass dieser Missbrauchkomplex in vielerlei Hinsicht eine neue, entsetzliche Dimension hat, die mich tief erschüttert. Und wie oft habe ich das schon gesagt, eine neue Dimension, die mich erschüttert. Und da kommt eine, die ist noch schlimmer. Wir haben es diesmal mit einer unfassbaren Brutalität zu tun. Die Täter haben sich auf barbarischste Art und Weise an Babys, an Kleinkindern vergangen, sie missbraucht, vergewaltigt, gequält und ihr Handeln dann auch noch gefilmt. Und zum anderen sind diese Videos sehr lang. Teilweise dauern sie über 30, ja sogar 40 Minuten. Entsprechend lang ist das Leiden der Kinder. Bislang hat die Polizei 33 Opfer identifiziert. Die Hälfte der Kinder war nicht älter als 3 Jahre. Das jüngste Opfer war zum Tatzeitpunkt gerade einmal 1 Monat auf der Welt. Und das älteste Opfer war zum Tatzeitpunkt 14 Jahre alt. Aktuell arbeiten 34 Ermittlerinnen und Ermittler in der BOU-Liste. Einige von ihnen waren schon bei der BOU Berg dabei. Ich kann mich nur erinnern, als ich mich von denen verabschiedet habe und mich bedankt habe, dass sie ihre Arbeit bei der BOU Berg beenden. Und da war das andere schon im Aufwachsen. Und da haben mir schon manche gesagt, es wird nicht vorbei sein. Wir haben schon wieder eine neue Aufgabe. Das heißt, in diesem Verfahren sind teilweise dieselben Ermittlerinnen und Ermittler tätig, die auch schon die vielen Opfer in der BOU Berg identifiziert haben. Und damit ist sichergestellt, das ist die gute Nachricht, dass das Großverfahren der BOU-Liste durch erfahrene, kompetente Ermittlerinnen und Ermittler geführt wird. Oder um es noch deutlicher zu sagen, das sind Profis, die schon viel gesehen haben. Mit der BOU Berg haben wir damals Standards in unseren Ermittlungen geschaffen, die sowohl Landes- als auch bundesweit neue Maßstäbe gesetzt haben. Das sind beispielsweise Standards bei den Durchsuchungen, wie der Einsatz von Datenspeicherhunden oder von Spezialeinheiten. Vielleicht erinnern sich der ein oder andere noch von Ihnen daran, das ist noch nicht so lange her, da wussten wir gar nicht, dass es Datenspeicherhunde gab. Die haben uns dann woanders geliehen, bis wir sie dann selbst ausgebildet haben. So, diese Standards, die sich entwickelt haben, wurden auch in der BAO-Liste angewandt, sodass die Ermittlungen mit derselben Intensität und Qualität vor allen Dingen geführt wurden. Und wie wichtig diese Standards und auch die verbesserte IT-Infrastruktur für die Ermittlerinnen und Ermittler sind, zeigt sich bei dieser BAO-Liste nochmal. Denn so konnte zum Beispiel die Polizei unter anderem herausfinden, dass der 44-jährige Haupttäter aus Wermelskirchen Kontakt hatte mit dem Haupttäter aus dem Großverfahren in Münster, der E.K. Rose. Und mit Kontakt meine ich, dass der Täter aus Wermelskirchen bei einem Missbrauch des Täters aus Münster zugesehen und offenbar Anweisungen zu Missbrauchshandlungen gegeben hat. Und alles das geschah über einen Videochat, also online. Das zeigt mal wieder, dass die Täter sich hauptsächlich über das Internet austauschen. Aber nicht nur die Täter sind im Internet, sondern auch wir, auch die Polizei. Und ich kann allen Pädophilen nur sagen, wir kriegen euch. Vielleicht nicht heute, aber eines Tages stehen wir vor eurer Tür. Meine Damen und Herren, man kann bei diesen Taten, bei dieser nicht aufhörenden, wollenden Brutalität manchmal den Glauben an die Menschheit verlieren. Ja, man kann vielleicht sogar verzweifeln, aber eins gibt mir Hoffnung, und das sind die Ermittlerinnen und Ermittler, die nicht aufhören, sich diese Akte der Menschen- und der Kinderverachtung anzusehen und damit eine Verfolgung und Verurteilung erst möglich machen. Und wir haben ja manche Ergebnisse von Verurteilungen dann auch erlebt, wo man am Ende sagt, gut, dass wir uns drum gekümmert haben. Und deswegen ist es mir bei dieser Gelegenheit auch nochmal ein persönliches Anliegen, den Ermittlerinnen und Ermittlern, die auch in diesem Verfahren wieder unglaublich viele Motivation, Leistungsbereitschaft, Innovationskraft reingesteckt haben, mich bei denen ganz ausdrücklich zu bedanken. Sie haben meine hohe Anerkennung und meinen vor allen Dingen tiefen Respekt.
Ich bin fest davon überzeugt, dass sich Ihre Arbeit lohnt. Alles, was Sie bisher gemacht haben, war am Ende erfolgreich. Wir haben Kinder befreit und Täter hinter Gitter gebracht. Das ist jetzt ein neues Schrecken wieder. Irgendwann denkt man ja, es muss doch mal ein Ende haben. Nee, offensichtlich nicht. Aber dann muss auch die Arbeit kein Ende haben und die Polizistinnen und Polizisten müssen weiter dranbleiben. Herzlichen Dank. Ich bin jetzt nicht derjenige, der viele Neuigkeiten erklären konnte, vielleicht ein oder zwei. Aber ich bin sicher, wir werden in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder noch Neues erfahren. Herr Minister, das ist ja wohl das erste Mal, dass man sieht, dass zwei kooperieren, einer Münster und einer in Wermelskirchen. Das macht die Polizei aber nicht einfacher, wenn das Fremdschutzzentrum kaputt ist. Nein, das war auch einer der, ich muss sagen, großen Überraschungen, dass es da Netzwerke gibt und so weiter, ist klar. Aber das war schon extrem. Also, dass der eine den anderen beim Missbrauch beobachtet und ihm sogar Anweisungen gibt, wie er es zu machen hat. Und das sind beides Großverfahren. Das eine haben wir schon hinter uns, Münster. Ich gehe davon aus, dass die Münsteraner da auch noch mehr zu sagen können. Und das andere findet jetzt gerade neu statt und wir haben da eine Verbindung. Ja, das ist nicht zu leugnen, das ist eine neue Qualität. Virtuell hatte man den gesehen in diesem Chat, aber die Ermittler kamen nicht an ihn ran. Sie meinen den Wermelskirchner Täter? Ja. Das kann ich Ihnen nicht hundertprozentig beantworten, will ich lieber gar nicht erst versuchen. Ich weiß nur, dass in Berlin ein Verfahren war, wo dann mehrere Daten ausgewiesen wurden und man dann auf ihn gestoßen ist. Also da ist man wohl dran gekommen. Also ich kann es Ihnen aber nicht genau erklären. Können die Kölner vermutlich genau erklären. Wäre die gleiche Frage gewesen, wir sind ja nicht. Okay, dann bedanke ich mich, wünsche noch einen Resttag. So haben Sie. Und soweit also Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul mit Informationen zu den neuen Fällen schweren Kindesmissbrauchs und dem Ermittlungsstand dazu. Wir haben es eben gerade gehört, einem 44-jährigen Mann aus Wermelskirchen wird vorgeworfen, nicht nur Kinder und Babys schwer sexuell missbraucht zu haben, sondern eben auch Millionen Kinder pornografischer Aufnahmen besessen und mit mehr als 70 Tatverdächtigen im In- und auch im Ausland geteilt zu haben. Über die Arbeit der Ermittler und die erschütternden Details sprechen wir auch gleich mit unserem Korrespondenten vor Ort.